Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei unserer Not-So-Berry-Challenge. Es ist, ich glaube, 3 oder 4 Uhr nachts, wenn nicht sogar noch ein bisschen später. Und die Mindy ist ja in der letzten Folge, wenn ich mich genau dran erinnern kann, in die Wehen gefallen und wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Dann ist es soweit. Es sind alle mit im Raum. Ich finde es total cute. Mindy und Trevor schlafen und hier unten haben wir unsere zwei Hundis. So cute. Die merken natürlich, dass da irgendwas im Gange ist. Und ich habe jetzt direkt gesagt, ich nehme es direkt auf, bevor irgendwie was schief geht, wir irgendwas verpassen. Das wäre nämlich, ich glaube, die Katastrophe der Katastrophen. Sie hat jetzt noch 2 Stunden, dann geht es wirklich los. Wir lassen es jetzt einfach mal in doppelter Geschwindigkeit laufen, bis es soweit ist. Ich bin sehr gespannt. 2 Stunden, das heißt, das wäre so gegen 6 Uhr. Hat sich das jetzt angepasst? 54 Minuten, okay. Also so gegen 6 Uhr wird sie das Kind bekommen. Oder die Kinder, wir wissen es ja nicht. Ich bin sehr gespannt. Sie steht auf. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott. Oh, ich freue mich so. Oh, ich freue mich so. Ich finde es immer schön, Geburten mitzuerleben. Oh Gott, ich werde da ein bisschen Musik hinten dran legen. Leise natürlich und werde jetzt nicht so viel groß babbeln. Aber eins muss ich jetzt noch sagen. Das erste Kind von Trevor und Minty kommt auf die Welt. Vielleicht kann es sogar sein, dass es schon somit die erste Generation für die nächste Generation geboren wird. Wir werden es ja ausrouletieren, sobald das zweite Kind dann auf der Welt ist. Ich habe mir da schon so eine Rouletierseite, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, so eine Radseite gesucht, habe da schon ein bisschen was eingetragen. Und ja, bin sehr gespannt, wer die nächste Generation wird. Aber jetzt werden wir erstmal ganz in Ruhe, ohne groß Gebabbel von mir, die Geburt miterleben. Ich freue mich so. Minty, ich denke an dich. Aber du schaffst das, Süße. Das Einzige, was wir jetzt noch schnell machen, wir wecken den Trevor auf. Ja, sonst verschläft er die Geburt und das, glaube ich, wäre ziemlich blöd. Wartet. Er steht auf. Okay, er steht auf. Er ist wach. Er kriegt es mit. Sehr gut. Minty, dein Baby kommt oder die Babys. Ich bin so, so gespannt. Ayola. Oh Gottchen. Okay. Bist du bereit? Ich bin's nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich will's wissen. Es ist ein Junge. Wie cool. So, dann müssen wir mal mein schlaues Büchlein holen, wo ich mir die ganzen Namen notiert habe. Ich habe von der Tina, von der Bianca, von der Nadine und von der lieben Melli ganz viele voll schöne Namen bekommen. Und ich habe mich schon dazu entschieden, dass es ein Doppelname wird. Da es ein Junge wird, ich muss kurz mal hier meine Liste durchgehen und mal gucken. Es sind nämlich einige Namen doppelt gekommen. Also ich glaube, ich habe was gefunden, was, glaube ich, auch sehr gut in die Familie bekommt. Es wird auf jeden Fall ein Doppelname und ich glaube, das hört sich cool an. Soll ich ihn dir erst sagen und dann eintippen oder umgedreht? Ich glaube, ich tippe dir ein, verblende das Feld und öffne es dann für dich. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Genau, okay. Bist du bereit für den Namen? Es geht los. 3, 2, 1. Unser kleines Baby wird Cooper Fox Price heißen. Ich glaube, das, also ich finde den Namen cool. Cooper Fox Price. Cooper ist von der lieben Tina. Tina, nochmal vielen, vielen Dank für die Namen. Bianca an dich genauso und Nadine und Melli für dich natürlich eh. Du bist ja die Hilfe der Hilfen bei mir bei der Not So Berry Challenge. Und Fox ist von dir, Melli, und ich finde, das ist ein cooler Name. Cooper Fox Price. Okay, es geht los. Tadam! Sie kriegt's, Baby! Trevor! Tut mir leid, wenn ich jetzt hier so rumquietsche wie so ein Bekloppter. Oh, wie süß! Gut, die Babys sind nicht perfekt, aber oh, guck mal, wie sie schaut. Oh, Midi, du bist Mama. Ja, sag hallo, Baby! Voll süß! Geh, sag hallo, ich bin deine Mama. Sag hallo, hallo, ich bin deine Mama. So. Ist das nicht süß? Oh, wie cute. Hallo, du kleiner Fratz.
So, Trevor, schau mal. Du kannst deiner Frau erstmal einen Kuss auf die Wange geben, würde ich sagen. Kannst erstmal die Bewunderung ausdrücken und sagen, Schatz, du hast das super gemacht. Dann kannst du sie leidenschaftlich küssen. Und dann würde ich sagen, genau, da habe ich jetzt ein Mod drin, dass das was kostet. Das finde ich nämlich echt gut. Was kann man denn machen? Schaukeln? Weil er schläft jetzt, der Kleine, oder? Nee, er ist wach. Er ist wach. Unser kleiner Schreihals ist wach. Und die Mindy ist ein bisschen Lust auf draußen und emotionaler Ausbruch. Oh je, das wird den bloß... Was ist denn bloß los? Was soll ich nur tun, um mein Kind zu beruhigen? Schatz, das ist doch nicht schlimm. Der Trevor guckt gleich. Du brauchst nicht hier jetzt in Panik zu verfallen. Ihr seid ein super Team. Ihr macht das zusammen. Schaut mal, der guckt mal. Die Goldie schaut schon direkt nach dem Baby. Süße, dann musst du schnell mal hier an die Brust nehmen. Wieso kommst du jetzt nicht hin? Wegen der Goldie? Oder weil der Trevor jetzt direkt guckt? Guckt mal, wie süß ist das bitte? Liegen die da am Babybett und passen auf den kleinen Schreihals auf? Och, ist der süß! Wow, und also Binti, du bist eine Hammerfrau. Vielen Dank für unseren ersten Sohn. Ja, gell? Tja, Süße, gell? Dann geh du mal auf Toilette und der Trevor und wir kümmern uns jetzt mal ums Baby. Los, Trevor. Sag, hi, kleiner Mann, ich bin dein Papa. Du kannst immer mit der Flasche füttern. Die Binti geht auf Toilette und wird dann mal schlafen gehen. Die hat ja viel... Schaut euch das an. Ah, oh, wie cute. So, einmal die Wand durch. Ich glaube, der Trevor ist zufrieden. Ich glaube, er ist zufrieden. Er guckt sehr zufrieden. Er guckt sehr stolz. Ich denke, er ist auch sehr stolz. Er hat einen Sohn bekommen. Voll süß. Oh, ich freue mich voll. Jetzt haben wir endlich das erste Baby im Hause. Was ist denn mit dir wieder los, Staubi? Mindy darf jetzt erstmal schlafen, ist aber hier immer noch total. Wegen neuem Baby. Auf nie. Was? Jetzt ist sie kokett. Und war das gut? Jetzt müssen wir die Windel wechseln. Schnell, Trevor. Verbessern wir direkt mal deine Erziehungsfähigkeiten. So, wir gucken, ob du dir auch Urlaub nehmen kannst. In Elternzeit gehen. Minty, du machst das bitte auch. In Elternzeit gehen. Genau, sagt der Trevor, ruft jetzt seinen Chef an, sagt, du, ich kann heute nicht kommen, meine Frau hat gerade unser Baby bekommen und ich muss mich jetzt um sie kümmern. Er hat einen Tag Elternzeit, okay, dann kannst du mal das hier essen. Ah, ich wollte hier gerade mal direkt gucken, ob unsere, oh, unsere Pflanzen haben hier auch alles voller Fliegen. Trevor... Wie gesagt, bei Familie Winter ist der Garten verbuggt. Ich muss den leider komplett wegschmeißen. Bei Familie Thompson habe ich noch nicht reingeguckt. Da habe ich noch zu viel Angst davor. Weil die, ja, von allen Let's Plays am meisten halt Blümchen haben. Aber ich glaube, der Trevor ist sehr, sehr happy. Echt cool, Trevor. Schauen wir mal uns deinen Stammbaum an. Ja, du hast jetzt einen Sohn. Wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. Bist du happy? Ich glaube schon, oder? Schmeckt es gut? Was hast du dir da eigentlich gemacht? Du hast auf jeden Fall einen Gemüseauflauf. Alles klar. Jetzt ist das Ding kaputt gegangen. Das gibt's doch nicht. Eieieiei. Ja, was in der letzten Folge mir auch... Weiß auch nicht warum, wieso, weshalb ich das Ding eingepackt habe. Die ist ja hochschwanger gewesen. Die konnte überhaupt nicht mehr schwanger werden. Gut, wir lassen das Ding jetzt mal drin, einfach aus Sicherheit, dass sie nicht jetzt direkt in den nächsten paar Stunden wieder schwanger werden würde. Das wäre nämlich, ja, ich denke, ein bisschen zu viel. Sie hat ja erst den Kleinen. Der Kleine ist jetzt eine Woche ein Baby und hat dann... Ah nee, sogar kürzer. Hä? Habe ich das wieder umgestellt? Das kann natürlich sein. Auf 6 Tage habe ich es dann scheins gestellt. Also er hat am Samstag Geburtstag. Ich freue mich schon sehr. Trevor, wir machen mal alles mit dir in der
Okay. Mini, würdest du mal bei deiner Arbeit erst anrufen und dich dann wieder hinlegen, schlafen? Nicht, dass wir das vergessen und das mache ich dir weg, das möchte ich nämlich nicht. Und, Süße? Sag, ich habe gerade ein Baby bekommen, ich muss bei meiner Familie bleiben, ich möchte Zeit für meine Familie haben und die Kollegen sagen, hey, du, wir erledigen deine Arbeit, das ist überhaupt kein Problem. Genießt die Zeit zusammen. Und es ist wirklich gut. Der Trevor kümmert sich jetzt so ein bisschen einfach um den Haushalt, um die Flonsen. Das ist es. Jetzt hat Trevor ein neues Baby. Es ist annehmbar. Hey. Hallo, ich will das bitte lesen. Es ist annehmbar süß und wird neuen Schwung in Trevors Leben bringen. Manchmal ist eine Veränderung etwas Gutes. Oh, süß. Schmutzige Windel. Woher riechst denn du das jetzt bitte? Kannst du mir das verraten? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Auf jeden Fall kümmert er jetzt sich hier ein bisschen um die Pflänzlein. Ich hoffe, dass die nicht so schlimm verbackt sind wie bei Familie Winter. Gut, es wären jetzt nicht so viele. Ich könnte die dann halt einmal abernten und neu hinsetzen und hoffen, dass es sich damit dann erledigt hat. Wir gucken gerade mal rein, was die Minty überhaupt so. Die Post ist da. Montag ist ist Rechnungstag. Auf jeden Fall haben wir einige Sachen hier drin, durch die Minty ihren Job halt. Aber der Trevor wird es dann mal im Anschluss alles ernten, sich um die Post kümmern. Ah, guckt mal hier. Hier ist auch unser Gärtner. Hier ist der Gärtner komischerweise direkt da. Das freut mich schon mal sehr. Dann kannst du die Post holen. Die Minty schläft noch. Unser kleiner Fratz ist wach. Hallo Connor. Cooper Fox. Ja, das finde ich cool. Cooper Fox Prize. 3000 Symbolen ins Rechnung. Das ist perfekt. Hallo kleiner Coopy. Ich glaube, sein Spitzname wird Coopy. Ich glaube, das passt. Außer du hast natürlich einen anderen Spitznamen. Dann wäre das natürlich noch cool. Und das Ding ist irgendwie total verbuggt. Hier liegt ein Buch rum. Minty, wieso schmeißt du mit deinen ganzen Sachen hier um dich rum? Kannst du mir das verraten? Was ist denn hier wieder los? Wo ist denn überhaupt der Staubi-Platz? Hallo? Ach, da hinten. Dann packe ich den jetzt mal selbst da drauf. Ja, unser Gärtner hilft wenigstens und kommt vorbei. Das ist wenigstens etwas. Bei Familie Winter kam er einfach nicht. Hat uns immer schön das Geld abgeknöpft. Über 300 Simoleons. Dachte ich mir auch so. Ja. Nicht schlecht. Hey, jetzt ist die ja schon wach. Süße. Ich dachte, du willst noch ein bisschen schlafen. Aber okay, gut. Nicht schlimm. Hier haben wir ein Geschenk. Haben wir irgendwo. Du könntest dann auch hier mal eine Runde trainieren. Und der Trevor wird dann nochmal den Kleinen kurz reden, ein bisschen schaukeln. Dankeschön, Erwin. Dankeschön. Was ist hier? Gefühle der Unsicherheit. Ich merke mal eifersüchtig. Wenn dein Schatz nicht bei dir ist, woher willst du dann wissen, was er macht und mit wem er es macht? Mini, dein Schatz ist hier unten bei deinem Baby. Also. Die Reaktion verstehe ich jetzt leider nicht. So, was hast denn du hier? Total, total elementar. Hurra, diese Tafel spiegelt deinen Feierschrei darüber, wieder geologische Formation durchzumachen. Hast du das geklaut? Hast du das kleptomanische Merkmal? Nee. Hä? Was ist denn das? Total elementar. Ah nee, das ist wegen der Minty. Das ist der Minty, ihr Abzeichen, dass sie die Elementsammlung voll hat. Jetzt hab ich's. Das kannst du dann mal öffnen. Dann müssen wir das aber hier in dein Labor hängen. Guck mal, dann hängen wir hier hin. Passt doch. Musst sagen, Goldi, schau mal. Oh, wie süß. Ich bin so happy. Ich bin so happy. Voll süß. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Wie geht es dir, Schätzchen? Als gäbe es momentan nicht mehr zum Ernten. Wieso? Du hast doch hier noch voll viel. Okay, gut. Zahl mal die Rechnung und dann kannst du in Ruhe auf Toilette gehen, Trevor. Gut, wir haben jetzt gerade ein bisschen wenig. Der nächste Staubi ist kaputt. Also. Die Dinger, die kriegen so schnell kaputt aktuell. Ersetzen. Und da drauf. Mini, hast du ein bisschen Sport gemacht? Du fühlst dich immer noch sehr unsicher. Dann würde ich sagen, dass du zu deinem Trevor-Schatz gehst und mal
einfach ein. Tiefgründige Unterhaltung führst, dass du siehst, dass er da ist. Unsere Hundis sind hier draußen. Na, wie geht es euch? Ja, ich weiß, da sind diese komischen Ranken wieder, gell? Trevor, wo sind die denn? Sind die in der Dusche? Nee, sind sie nicht. Hä, wo sind die dann? Ach, hier. Ranken entfernen. Ach, Mini. Mini, du musst den Kleinen mal füttern. Wo ist er dann, unser kleiner Schatz? Hier ist unser kleiner Schatz. Hier. An die Brust nehmen, bitte. Komm. Jetzt geh mal zu deinem Baby. Sag, hallo, mein kleiner Kupi. Wie geht es dir denn? Hast du gut geschlafen? Ja. Schön, gell? Unser Gärtner war da. Sehr cool. Schau mal, du kannst da mal ein bisschen experimentieren üben. Das ist wichtig für dein Dingsda-Boomster. Und wir sind einfach Level 8. Nur noch 2 Level und dann haben wir es. 3 Schmeichelaktionen am Computer durchführen. Ich glaube, wir müssen dann auch ein bisschen ihre Schelmfähigkeit hochpushen. Schau mal, du kannst dann dein Schelmbuch weiterlesen. Trevorchen, du machst das. Sehr cool. Unser kleiner Kupi ist ein Herbstkind. Ich bin auch im Herbst geboren. Oktobers. Im Oktoberchen bin ich geboren worden. Hat's geklappt? Gut, Trevor. Du bist ein bisschen müde, dann würde ich sagen, darfst du jetzt dich hinlegen und schlafen. Ein bisschen den Schlaf nachholen. Mini, klappt's bei dir? Sieht zumindest so danach aus, dass du nichts in die Luft sprengst. Das ist schon mal sehr schön. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Ja. Ich muss kurz was schauen. Okay, ich habe leider irgendwie mein Zettel verloren, wo drauf steht, wenn wir schon rekrutiert hatten. Ich weiß, dass wir die Christa auf jeden Fall gefragt haben. Wir hatten meinen Self-Sim gefragt und den Erwin. Ich muss mir das ja allerdings jetzt mal dazu schreiben, dass wir da dann halt, ja, die Zeit auch nicht so aus dem Auge verlieren. Ich hoffe, dass wenn wir die dann impfen und nochmal fragen, dass sie direkt sagen, ja, wir helfen dir da. Dass wir da nicht direkt... Oh, wie süß, sie haben sie ein Puppchen gerochen, die zwei Süßen. Der Pongo passt auf unseren Kleinen auf. Der Kupi ist am Schlafen, genauso wie sein Papi. Golli, was ist los, Süße? Soll die Minty sich nebenbei mit dir ein bisschen unterhalten? Komm, wir versuchen das mal kennenlernen. Kannst du nebenbei das auch machen, Süße? Aber du kannst es mal aufhören, du hast genug gemacht, komm. Auf jeden Fall hat sie Hunger. Ich würde da mal sagen, wir schauen mal in unserem Kühlschrank rein, was wir hier so Leckeres haben. Ich weiß nämlich, dass wir da noch ein bisschen was drinstehen. Haben wir hier diese Eistee. Wir haben das, was der Trevor gekocht hat, aber das ist nicht vegetarisch. Genauso wie das da. Trevor hat alles nicht vegetarische gekocht. Du könntest den Trevor seinen Teller leer essen, bevor wir das wegschmeißen müssen. Das wäre schade. Ja, ja, unser Pongo passt auf unsere Babys auf. Die Goldie ist bei der Minty da. Und die Minty liest jetzt ein bisschen Schelm. Ich hoffe, das führt hier in ihren Balken rein. Jetzt schlafen die zwei. Ich finde es immer so süß, dass die zu einem kommen. Was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt was essen nebenbei? Okay. Okay, okay. Ah, hast du schon wieder weggepackt, das Buch. Du kannst das aber super gerne in deinem Inventar lassen. Dann muss ich es nämlich nicht immer suchen. Auf jeden Fall ist sie immer noch irgendwie eifersüchtig. Warum auch immer, auch wenn der Trevor hier ist. Wir werden die gleich mal ein bisschen romantisch interagieren lassen. Mini, hast du diese Happen in deinem Inventar? Ja, schau mal. Geben Wellness-Happen. Mal gucken, ob das hilft. Ich habe nämlich extra einen Mod reingenommen von Bienchen, damit die Hunde nicht immer hier vom Stinktier angefallen werden. Wenn nicht, muss ich den wegmachen und da einen anderen Busch hinsetzen, wenn das nicht klappt. Auf jeden Fall, die Mindy macht jetzt, aber sie ist immer noch eifersüchtig, warum auch immer. Unser Trevor-Schatz schläft, unser kleiner Cooper ist wach, unser Cooper Fox Price, unser kleines Baby. Oh, ich freue mich so, unser Baby. Mindy, was machst du? Gehst jetzt endlich den Müll wegbringen? Okay. Ja, ich denke mal, dass man diese Interaktion am PC vielleicht erst machen kann, wenn man eine höhere Fähigkeitslevel hat. Im Web provozieren. Aha, was willst du alles machen? Film ansehen. Trevor, du schläfst. Ja, dann lies mal jetzt dein Buch. Die Abstimmung.
Moment. Ich wollte eh mal gucken, was hier in der Nachbarschaft aktiv ist. Nachbarschaft sofort erlassen. Nachbarschaftsoptionspläne ansehen. Weil ich habe das eigentlich immer so eingestellt. Moment, Spieloption, Pack. Genau, dass die NPCs nicht abstimmen dürfen. Habe ich extra so eingestellt. Sonst rennen die mir alle mit ihren bekloppten Tüten, wie sie es bei Familie Winter letztens gemacht haben, was mich so geärgert hat, weil ich die Sims dann einfach nicht mehr erkenne und nicht mehr weiß, welcher Sim wo war. Du musst ihr den bitte geben, Süße. Im Anschluss. Gibst du ihn ihr? Schau mal. Bitte hier geben. Versuchen wir es nochmal. Das packe ich dir ein. Ich hoffe, dass es unserer Goldie dann wieder gut geht. Hallo Pongo, wie geht es dir? Flitzi, Flitzi, hm? Sag, feines Mädchen. Und ist sie wieder gesund? Schaut so aus, oder? Ja, super. Ihr müsstet auch dann mal bald wieder auf Toilette. Bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass das noch nicht fertig ist. Ja, ja. 1000, ah, unser Urlaub. Ah, okay. Wir haben trotzdem was bekommen. Okay, super cool. Haben wir wieder ein bisschen mehr Geld in der Kasse. Hier ist was zum Aufwischen dann. Was hast du jetzt wieder dazu? Draußen sein. Fade Umgebung wegen Merkmal materialistisch. Materialistische Sims sind ein wenig angespannt, wenn sie nichts bewundern können, das sie kürzlich erworben haben. Musst du jetzt was kaufen oder was? Ah, ich hätte eine Idee, was ich dir vielleicht kaufen kann. Ich muss es nur finden. Wo ist Blopsy? Wo ist Blopsy? Blau machen? Geschenk kaufen? Blopsy durchsuchen. Ich hätte gerne einen schicken Strampler. So einen voll süßen Strampler. Schade, haben sie nichts. Schade. Aber wir könnten die Kerze kaufen für den Cooper. Ja. Wir gucken immer wieder rein. Ob irgendein Strampler zur Verfügung ist. Wo hast du jetzt deine Kerze bekommen? Schau mal, die können wir hier hinstellen. Oh, ich hoffe, die fackelt nicht ab. Komm, neuen Besitz wundern. Mach das dann mal im Anschluss. Vielleicht geht dann dein Moodlet weg. Und dann gucken wir mal, ob du draußen irgendwas machen kannst. Unser kleiner Mann ist wach. Schau mal, Mindy, du musst ihn füttern. Dann kannst du ihn mal kurz liebkosen. Pack's in dein Inventar. Oder der Trevor macht's. Was macht der Trevor? Der will ihn hüpfen lassen. Trevor, du bist echt ein Schatz. Kann man das anders sagen? Das verkaufen wir jetzt alles mal. Du musst ihn dann aber bitte auch füttern. Oder macht die Mindy das jetzt? Okay. Trevorline, was können wir mit dir gerade aktuell machen? Ich bin gerade ein bisschen planlos mit dir. Was brauchst du denn für dein Bestreben? 8 Stunden trainieren, in einem Fitnesscenter trainieren. Dann würde ich sagen, kannst du hier nochmal trainieren. Die Mindy kümmert sich um den Kleinen. Unser Cooper. Unser Baby Cooper. Oh, wie süß. Ah, wie schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Vor allem, wenn der Kleine dann Toddler wird und wir dann gucken vorher, ob die Mindy vielleicht dann vor seinem Geburtstag oder so. Ich werde ihm auf jeden Fall das Zimmer dann einfach schon mal einrichten. Die Fitnessgeräte werden wir irgendwo anders versuchen unterzubringen. Wenn nicht, habe ich schon überlegt, ob ich nochmal ein Stockwerk irgendwie aufstocke für die dann. Weil ich habe jetzt halt auch nur 2. Gut, hier könnte man auch 2 Kinder unterbringen, dass man vielleicht dann beide zusammenlegt, dass sie vielleicht relativ zügig hintereinander Geburtstag haben. Das wäre natürlich eine Idee, dass wir dann vielleicht bevor er zum Kind wird, dass wir dann gucken, dass die Mindy vielleicht schon ein bisschen schwanger ist. Du willst danach mit ihr ein bisschen Ball kicken, okay. Trevor macht hier ein bisschen seine Übungen, kann das dann nochmal machen. Auf jeden Fall hat er hier schon die 7 jetzt drin, sehr cool. Und dem Kleinen geht's gut. Ja, dann geh du mal jetzt zur Anna und sag, hey, ich habe gerade mein Baby bekommen, das ist der Cooper. Und wir sind so happy, wir freuen uns so, dass wir jetzt Eltern sind. Wir können es immer noch nicht ganz glauben. Hast du dein Buch eingepackt? Ja, dann gehen wir mit dir jetzt einfach joggen. Wenn es so ist, dann machen wir das jetzt einfach so. Joggen gehen. Wir begleiten dich. Unser Kleinen haben wir gefüttert. Der Trevor ist aber zu Hause, der kümmert sich. Dann lassen wir sie jetzt ein bisschen joggen.
Dann ist dieser Tag auch schon vorbei. Dann würde ich sagen, wir nehmen den Dienstag noch mit rein. Du sollst weiter joggen. Sag, hey, mein kleiner Schatz. Ganz bisschen mit ihm reden und ihn einmal hüpfen lassen. Und dann kannst du den Pongo einmal baden. Mini, wo bist du? Mini schwitzt. Mini möchte es aber so. Darf sie gerne haben. Vorsicht, nicht hinfallen. Danach darfst du dann erstmal die Ranken entfernen. Gut, Schnuggi. Hm? Dann mach mal. Dann mach mal. Ja, ich weiß, du bist stinkig. Du musst ganz dringend auf Toilette. Und dann kannst du das wegwischen. Klappt doch schon mal sehr schön. Klappt doch, klappt doch, klappt doch. So, einmal bitte verwenden. Los, schnell. Sag, Anna, gehen wir bitte jetzt auch nach Hause. Wir haben schon 22 Uhr. Tulpenkuss. Der sanfte, angenehme und verführerische Dupf weiß, dass Liebe in der Luft liegt. Was? Okay. Unser Pongus irgendwie über Nacktsein reden. Hä? Was gehen jetzt ab? Wieso haben die Hunde so Buffs? Oh. Oh, 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 oh. Löschen diese Kerze. Das war nicht so eine gute Idee. Die packen wir mal wieder hier rein. Krass. Wie krass. Der Pongo hat einfach so Mundlitz auf dem Kopf. Die sind aber alle gerade kokett. Was ist denn hier los? Was liegt denn hier in der Luft, Leute? Liegt Liebe in der Luft, hä? Kann das sein? Schau mal, da kannst du dir die Zähne putzen. Und du kannst sogar Anmachsprüche üben. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das trotzdem geht. Okay. Voll kokett, die Beutel hier. Ja, ja. Ich glaube, wir gehen dann unten auf die Toilette. Schau mal hier. Verwenden. Ja gut, ich werde die jetzt hier noch ein bisschen versorgen, dass sie sich dann ja fertig machen. Und werde die dann ins Bettchen schicken. Unser kleiner Mann ist wach. Hallo, Schatzi. Und ich denke, wir sehen uns dann, sobald sie wieder wach sind. Ich hoffe, dass die beiden sich nochmal vielleicht in Elternzeit gehen können. Dass wir nochmal einen ruhigen Tag haben. Falls nicht, dann, wie gesagt, der Trevor hat, meine ich, eh frei. Genau, der hat frei. Bis Mittwoch. Also die Mindy müsste, wenn dann, nur fragen, ob sie in Elternzeit gehen kann. Moment, wir gucken mal. Ja, in Elternzeit gehen kann sie. Dann können wir nämlich nochmal einen ruhigen Familientag machen. Die beiden sind duschen und auf Toilette. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns, sobald sie wieder wach sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die beiden haben wirklich die Nacht sich abwechselnd um den Kleinen gekümmert. Der Trevor hat den Pongo übrigens auch gebadet. Leider musste ich die alte Badewanne verkaufen, denn irgendwie hat er alles gesagt, hä, er kommt da nicht hin, warum auch immer. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Du müsstest aber gerade bitte mal den Hunden sagen, dass sie bitte aufhören sollen, da in der Pfütze zu spielen. Mindy schläft noch, die braucht noch ein bisschen. Der Kleine schläft auch noch und ich würde sagen, wir haben jetzt ganz gemütlich den Tag. Die Mindy hat sich auch nochmal Elternzeit genommen. Unser Gärtner ist da. Wie sehen denn unsere Pflanzen aus? Jo, die sind aufgebackt. Geil. Ich verstehe das nicht. Dann verkaufe ich die jetzt auch alle und der Trevor darf die neu pflanzen. So, alle sind sie verkauft und wir schauen jetzt mal beim Trevor rein. Genau, wenn man hier wieder 6 Erdbeeren rein. Den Rest, wobei das sind so viele, die können wir eigentlich auch alle verkaufen. So, Gärtner, ist natürlich jetzt interessant. Machst du uns die jetzt auch wieder rein? Pflanzt die du uns? Machst du das oder machst du das nicht? Pongo hat gelernt, nicht in der Pfütze zu spielen. Ja, er pflanzt sie uns sogar. Das ist natürlich mega cool. Vielen, vielen Dank, Herr Gärtner. Sie kriegen heute ein Trinkgeld. Oh, guckt mal, wen wir hier haben. Den Adriano. Adriano ist bei uns auch wegen Dings dabei. Und was ich eben jetzt auch mal gerade versuchen wollte, wir werden den Pongo
Wie verstehen sich denn die beiden, mal so gesagt? Ich verstehe ich nicht, wieso die Hunde sich nicht als Freunde da drin haben. Denn der Trevor wird dem Pongo jetzt mal sagen: Hey, du, mein kleiner Freund, hättest du nicht Lust, mit der Goldie ein paar Welpen zu zeugen? Und dann wird er ihn jetzt mal drauf ansprechen: Was möchtest du denn hier machen? Du möchtest ihn füttern und du möchtest ein Techtelmechtel in der Dusche. Kannst du gerne haben. Schau mal, der Kleine schläft gut. Dann lassen wir da mal schlafen mit seiner Mama. Der Trevor sagt jetzt hier zum Pongo: Hier, mein Schatz, hättest du Lust? Der Pongo hört ganz aufmerksam zu. Und ja. Mal schauen. Schmutzige Umgebung. Moment. Machen wir gleich. Ich muss das nur mal ein bisschen vorziehen, dass ich um die Ecke lunzen kann. So, schau mal, Trevor. Haben wir weggepackt. Der Pongo geht jetzt zu unserer kleinen Goldie. Und. Tut mir leid für das. Für die Sirenen gerade. Voll cute. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert hat. Wir lassen es uns einfach überraschen. Trevor, wo bist du? Was hast du denn jetzt gemacht? Ah, du machst den Müll jetzt komplett. Okay, dann mach du mal. Mach du mal, mein Freund. Und dann kannst du mal unserem Gärtner ein Trinkgeld geben. Der kriegt heute viel Trinkgeld. Ah, Mist. Die kann man nicht pflanzen. Mist. So, ich habe jetzt da hinten das einmal getauscht, damit der Pongo nicht immer wieder vom Stinktier attackiert wird. Der Trevor gibt dem kleinen, unserem Gärtner gerade mal was. Du kannst es mal füttern und ein bisschen liebkosen. Und hast du ihm das Trinkgeld jetzt gegeben? Schau mal, pflanzt das mal, Trevor. Dann kann ich die nämlich da hinten wieder reinstopfen. Und Mini, klappt's? Er stinkt auch ein kleines bisschen. Dann kannst du ihm die Windel noch im Anschluss wechseln. Nee, ich glaube, die Mindy ist sehr zufrieden. Oder, Mausi? Glaub schon, oder? Du müsstest dann auch mal was essen. Schau mal. Haben wir. Weil du könntest eigentlich auch mal. Wir versuchen das zusammen kochen jetzt mal. Ich glaube, das kann richtig romantisch werden. Grillkäse-Vollkorn-Sandwich. Versuchen wir das mal. Bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr das macht. Wie macht ihr das jetzt? Der Gärtner geht nach Hause. Trevor, was machst du? Auf jeden Fall hat er ein Moodlet bekommen wegen den Hündchen. Beschützerinstinkt. Oh, wie süß. Uiuiui. Hallo, ihr zwei Tanzmäuse. Schade, dass man mit den Hunden nicht so ein bisschen tanzen kann. Schau mal, du kannst sie mal streicheln, kennenlernen. Dann können wir noch mal ein bisschen freundlich interagieren und kannst ihm mal ein Leckerli geben. Wo ist unser Pongochen? Hier ist unser Pongochen. Kannst ihn auch mal streicheln, umarmen, kannst ein bisschen Leckerchen geben und kannst mit ihm mal spielen. Und die Mini macht jetzt Essen schön. Nee, das fand ich war wieder ein super, super schöner Tag, eine super schöne Folge. So, eben die zwei Pflanzen reingesetzt. Dass hier nichts Blödes wieder passiert. Mindy hat fertig gekocht. Sehr gut. Wie viele Portionen sind denn das jetzt? 11 übrig. 12 Portionen. Wow. Haben die das angepasst? Ich dachte, das Höchste wären 8. Was geht? Hier. Ach, stopp. Kannst du dir auch ein Gericht nehmen? Krass. Das wusste ich überhaupt nicht. Nicht schlecht hier. Dann lasst es euch mal schmecken. Knuddel die Hundis mal. Unser kleiner Mann ist hier noch am. Liegt in seinem Bettchen. Stopp, wir müssen Blopsi durchsuchen. Blopsi durchsuchen, ob wir einen Strampler finden. Bitte, ich hätte gern einen Strampler für den Kleinen. So einen schönen Strampler. Und die Mindy wird dann weiter hier dieses Buch lesen heute noch, damit wir vielleicht ein Level hochkommen. Mini, lesen. Du sollst das Buch lesen und nicht wegpacken, bitte. Lesen. Ach, schlimm.
los jetzt. Ich weiß sonst nicht, wie ich dir das anders irgendwie beibringen soll. Sagen wir es einfach mal so. Ja, und ich glaube, mit diesem süßen Bild, wie sie jetzt hier stehen, werde ich diesen Part jetzt an dieser Stelle beenden. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Unser kleiner Cooper, ich will als Connor sagen, warum auch immer, unser kleiner Cooper Fox Bryce ist auf die Welt gekommen. Oh, ich freue mich so, dass wir einen Jungen haben, direkt als erstes Baby in der neuen Generation. Ob er natürlich dann der Part wird, der die nächste Generation aktiv spielen wird, das werden wir noch auswürfeln, aus Rädern, keine Ahnung, wie man diese Räder da ausrolle. Ich sage immer ausrolletieren. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Der Connor lächelt uns mit seinem so süßen Lächeln einmal an. Sagt, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und wir sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.